leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. In unserer kleinen Andacht heute für Dienstag, den 17. März, geht es um Familien bzw. um Familienkonflikte. Und dafür gibt es nach der Bibel nur ein Mittel. Gott will ja heile und intakte Familien. Familien, in denen die Beziehungen untereinander stimmen und die Beziehungen der Eltern zu den Kindern soll stimmen, der Kinder zu den Eltern, die Beziehung der Geschwister untereinander. Die Familie besitzt eine prägende Kraft für unser ganzes Leben. Daher liegt es Gott so daran, dass wir in guten und in intakten Familien leben. Und die Bibel berichtet, wie aus Familienkonflikten heilsame Familiengeschichten werden können. Eine solche Geschichte wird zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 37 beschrieben. Lest ihr doch einfach mal den Text gleich durch. Es ist zwar ein längeres Kapitel, aber diese Familiensaga um die Familie des Jakob ist schon spannend. Zunächst fragen wir uns, wieso es zu einem Konflikt in der Familie Jakobs gekommen ist. Erste Antwort könnte sein, der Vater ist schuld. Er liebt den Nachkömmling, er liebt den Kleinen, er liebt ihn, weil er der Sohn seiner späten Jahre ist. Das kann man verstehen. Dann wird es kritisch. Der Vater bevorzugt den kleinen Burschen, er bevorzugt ihn so, dass es auch jeder erkennen kann. Zweite Antwort, die älteren Söhne sind schuld. Ihr Hass trägt dazu bei, dass es zum Familienkonflikt kommt. Die dritte Antwort, Josef, der Kleine, ist schuld. Er ist nicht nur der Kleinste und Süßeste vielleicht und das Unschuldslamm, das Opfer seiner Familie. Wer seinem Vater all das Böse über seine Brüder erzählt, ist kein Unschuldslamm, er ist ein Petzer. Wer sich zum Träger böser Nachrichten macht, der muss wissen, was er tut. Auch wenn er erst 17 ist, umso mehr, wenn er älter wird. Wie geht man mit diesem komischen Bruder um? Josef war kein einfacher Bruder für seine älteren Geschwister. Er war schwierig wegen seiner Petzerei. Er war schwierig, weil er bevorzugt wurde und er war schwierig, weil er diese merkwürdigen Träume hatte. Sein Verhalten war für die Brüder ein Zeichen von Angeberei, von Wichtigtuerei, von Aufgeblasenheit. Und heute sind die Möglichkeiten, die Geschwister ins Ausland zu verkaufen, zum Glück sehr gering. Aber wir haben das Modell der räumlichen Trennung. Das heißt, Auszug, nicht mehr reden, nicht mehr telefonieren, nicht mehr schreiben, sich nicht mehr begegnen, Funkstille. Der andere ist für mich wie tot. So kann man versuchen, die Beziehung mit schwierigen Familienmitgliedern zu lösen. Und dann? Als Josef nun fort ist, fragt der Vater natürlich nach. Die Brüder denken sich eine wirklich üble Geschichte aus. Sie ist trickreich, verlogen und geheuchelt. Die Sache mit dem Ziegenblut und der scheinheiligen Frage, du sag mal, Papa, irgendwie kommt uns dieses Kleid auch bekannt vor. Es scheint doch von deinem Sohn zu sein. Sie sagen ja nicht von unserem Bruder. Sie legen dem Vater die Antwort in den Mund. Der Vater ist bestürzt. Er will nicht aufhören zu trauern bis an sein Lebensende. Und so gehen sie mit ihrer Schuld um. Sie denken sich eine Geschichte aus. Sie wollen es nicht gewesen sein. So endet diese Geschichte. Erst viel später kommt das gute Ende im Leben von Josef und seinen Brüdern. Da vergeht eine ganze Menge Zeit. Aber das gute Ende kommt. Wodurch? Es kommt durch Einsicht, Buße und Vergebung. Das ist die Kurzfassung von intakten Familien und deren Geschichten. Wir können uns unsere leiblichen Geschwister nicht im Katalog bestellen, unsere Eltern auch nicht. Wir können uns in unseren Familien nur annehmen, was nicht heißt, alles tolerieren zu müssen. Annahme aber ist gelebte Vergebung. Kann der Vater über seinen Schatten springen? Kann Josef aufhören zu petzen? Können die Brüder aufhören zu hassen? Wenn jemand Christ ist, kann er über seinen Schatten springen. Er kann erkennen, bekennen und vergeben. Wir sind nicht Opfer unserer alten Prägung und Fehlhaltung. Damit ist nicht gleich innige Liebe da, aber eine Basis für den Frieden ist gelegt.